Oh ja, yeah, liebe Leute, willkommen zum letzten Part der Story. Der letzte Part erstmal. Ihr wisst vom letzten oder vorletzten Part, wie ihr noch mehr erreichen könnt für das LP. Aber heute wird der letzte Schritt erstmal gegangen in der Last Story. What's that? That vibration? Hey, wait. Someone is coming. You haven't given up yet? It's all over for us. What do you mean? I just received a message from my boss. This space colony Ark is currently approaching the Earth at an incredible velocity. It probably will impact Earth. What's that on the screen? This is a death sentence for every human being on Earth. If my calculations are correct, the space colony Ark will impact the Earth in 27 minutes and 53 seconds. All of you will be destroyed, along with your beloved planet Earth. I plan to give you a taste of my revenge once all the 7 Chaos Emeralds are collected. Once I initiate this program, it cannot be disabled. All of you ungrateful humans who took everything away from me will feel my loss and despair. Is there anything else you want to say? No. Ready! What's going on here? Who is that? I plan to give you a taste of my revenge. The vibration's getting worse. Professor Gerald Robotnik, one of the greatest scientific minds in the world, and my grandfather. What? I knew you were behind all this. Stop it right now, or else... I'd have done this a long time ago if I had the chance. What do you mean? You're pretty persistent for a hedgehog, aren't you? You're still alive. Just letting Knuckles pilot the shuttle on the way over here was more dangerous than you could ever be. What is this? This is my grandfather's diary. Oh, Jiminy. I don't quite know what happened or what went wrong. Was it a mistake to create the ultimate life form? I thought it would be something that would benefit mankind, but then the military guards landed on the colony that day. They were sent to destroy the research project that I had been working on. My colleagues at the research facility, my granddaughter, Maria, I hope you are all safe. The colony was completely shut down, probably to keep the prototype from falling into the wrong hands. The Ark was shut down under the premise that there had been an accident. I found Maria's name among those who died when the Ark was shut down. She meant everything to me, and I couldn't bear the thought that she died because of my research. I lost everything. I had nothing more to live for. I went insane. All I could think about was to avenge her. Somehow, some way, I got scared as I no longer was able to control my thoughts. All I could think about was that I wanted it all. Based on my original projections, I was able to complete my project, Shadow. I designed its mind to be perfect, pure.
If you wish to fill the world with destruction... Oh, so that's why you released Shadow from the base. The core of the Eclipse Cannon is now highly reactive and explosive. Chaos Emerald is overpowered. If the colony collides with Earth, it will shatter into pieces like my grandfather. That mad scientist! That should be you, right? We have to stop the space colony now! The space colony composition may have shifted due to the amount of energy given off by the emeralds. We have to stop the energy. But how? That's it. There is a way to stop the energy. We have to use your emerald. You're the one that told me that the Master Emerald has the power to stop the Chaos Emerald. That's right. If I use this, I just might be able to stop the Chaos Emerald. The reaction of the Chaos Emerald is moving toward the cannon's core. It may be too late. There still may be some time left. If we pull together, we might be able to get to the shortcut that leads to the core. Yep. No worries. Just leave it to me. I'm the world's fastest hedgehog. Then, let's get to work. Auf geht's. Mit Teamwork. Wir gehen alle voran. Allesamt. Final Stage. Cannon's Core. Gelange ins Zentrum der Kolonie. System Alert. System Alert. Jetzt heißt es alles oder nichts. Jetzt entscheidet sich, ob wir alles richtig gemacht haben oder nicht. Die Zeit stoppen. Das ist dann noch das Interessante dabei. Aber gut. So soll es halt sein. Gehen wir halt keine Zeit im Level. Nicht so machen, wie wir es machen. Mit all den Dingern. Hallo. Danke. Ah! Verdammt. Oh Gott. Wir sind so gut wie tot. Ah, das ist zu fassen. Verdammt. Da habe ich einen Fehler gemacht. Eigentlich wären wir jetzt total doof. Und zum Glück sind wir nur in einem Game. Wir können einfach von neuem beginnen. Ich sollte nicht diese Fehler machen. Wenn ich die Ringe aufsammle, dann kann ich doch einfach die Zeit stoppen. Stimmkopf. Das ist doch eine der Spezialfähigkeiten, die man hier drin hat. So. Dann wird es hier alles aufsammeln. Ja, das ist doch zu spät. Was? Nein! Was wie runter? Ich hoffe, ich darf so runter. Aber wir hätten einfach so runtergehen können. Ah, interessant. Weiß ich vielleicht für irgendwann. Die Beton liegt für irgendwann. So, da. Danke. Habe ich auf jeden Fall einiges verkackt in diesem Level. Am Anfang.
Wir sind fast da. So. Jetzt soll das sicher aufmachen. Gut. Oh, die erste Etage ist durch. Die erste Stage. Los, Dr. Eggman. Tu was Gutes. Jetzt geht's nach oben, genau. Ich habe keine Ahnung, wie ich die wirklich treffen sollte. So, danke. Der wird runtergehen. Danke. Danke für den Checkpoint. Oh, verdammt. Oh, meine Güte. Das heißt, ist das da hier überleben? Verdammte Scheiße! Nein! Oh Gott, bin ich schlecht geworden. Was ist denn los? Seit wann verkacke ich das so extrem? Da kann man doch rüber. Ach Mann. Genau, lass dich einfach treffen. Ah, nochmal. Was? Ich hab das nicht gezählt. Man kann die sonst zerstören, wenn... Oh, meine Fresse. Ich hätte es fast geschafft. Ich hab schon vergessen, was da drin ist. Bin ich aber schon mal reingekommen? Weiß ich auch nicht. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Meine Fresse. Warte, wo geht's denn jetzt hier hoch? So. Einfach schnell durch, danke. Meine Fresse, Alter. Ui, da war Miro wieder so schlau. Gut. Aber gut, wir haben es jetzt durch. So, zuerst mal hier nach oben natürlich. Das ist das Erste, was man hier tun sollte. Wir haben jetzt wenigstens Level da, die cool sind. Okay, für die Rouge ist das nicht so cool wie danach für Knuckles. Weil mit Knuckles haben wir eine bestimmte Fähigkeit, ja. Extra. Erstes abwarten und jetzt. Das wird dann genau passen, um durchzukommen. Ja.
Und jetzt wieder zurück und den Schalter betätigen. Ist auch kein Problem. Das können wir auch sehr, sehr schnell machen. Die Sache ist, ich glaube, wir müssen das sicher betätigt haben. Ja. Sieht sehr danach aus. Gut. Können wir das hier wenigstens auch hochdingsen? Den Wasserstand. Und dann heißt es ab zu Knuckles, ne? Ja. So muss das sein. So nicht anders. Kommt er nicht vorbei? War das nicht irgendwie so? Ich brauchte eine Abkürzung. Ich könnte auch runter, aber ich weiß, dass ich mich immer durchgeglitscht habe. Was soll das, mich Game? Danke. Das sag ich ja, Game. Lass mich einfach das machen, was ich immer mache. Das Gute ist, da wo ich einmal sagte, wir brauchen unbedingt die Fähigkeit, ist nämlich hier. Weil hier ist es scheiße sonst. Weil man hier sonst immer die Luftblasen nehmen müsste, aber. Das ist uns einfach gemacht. Ah, das ist also los. Wo haben wir das? Da drüben. Oh je. Ja, das wird doch cool, ey. Das wird sowas angehen, ja, Mann. Jetzt müssen wir immer durch das Zeitanhalten, genau durch die Zeit, durch die Ströme durchkommen. Eieiei. Das war knapp. So, haben wir hier noch etwas. Wo haben wir? Ah, da unten. So, einmal kurz. Danke. Das ist noch hier richtig vorbei. Das Interessante ist nicht mit Knuckles. Ich muss das hier nur einmal betätigen, das reicht aus. Man muss da nicht zurück, wenigstens. Wenigstens war man so sozial, wenn man diese Fähigkeit nicht genommen hatte. Das könnte sonst extremst in die Hosen gehen. Und jetzt kommt unser letzter Typ zuerst mal. So. Au. Lass mich einfach mal. Meine Fresse. Das ist die falsche Richtung. Meine Fresse. Immer diese falsche Richtung, ey. So. Das erinnert sehr extrem natürlich an das, was wir kennen. Das Sonic Adventure. Und die Musik ist auch dieselbe. Yes! Da haben wir das Ziel. Würde mich nicht wundern, wenn ich wieder ein E habe. War eigentlich fast schon das Logischste. Yep. Barely made it. Ich kann das einfach nicht. Gerade da würden dann die 100% sowieso weggehen. Man braucht dann irgendwann überall Rang A und das ist eigentlich unmöglich aus meiner Sicht. Zumindest so wie ich es spiele. Ark, verlassenes Labor. Einschlag, 19 Minuten, 50 Sekunden. Gotta stop whining. Everyone's trying their best to help out, and so must I.
need you. Please help us. It's all going according to plan. There's no reason for me to help them. Besides, there's no way to save anyone. There has to be. I know that people fight over the most trivial things. Some people may be selfish, like the professor said. But they're basically good if they try their best and never give up on their wishes. They always have a reason to be happy. That's why you should help them out. Saving them is a good thing. Shadow, I beg you, please do it for them. Give them a chance. Shadow, I beg of you, please, do it for me. Maria! For all people who live on that planet, give them a chance to be happy. Let them live for their dreams. Shadow, I know you can do it. That's the reason why you were brought into this world. Sayonara. Shadow, the Hedgehog. I promised her. I must keep that promise. Shadow? I've gotta go now. I have to keep my promise to Maria. Yep. Auf geht's, Ark. Im Kern. Einschlag 15 Minuten, 27 Sekunden. Was wir kennen diesen Ort. It looks just like the shrine of the Master Emerald. Designed the core like the shrine to harness the power of the Chaos Emeralds. All of you ungrateful humans who took everything away from me will feel my loss and despair. All of you, you ungrateful humans who took everything away from me. Could this be the prototype of the ultimate life form that was supposed to be encapsulated? Leave this one to me. Shadow, what are you doing? Shadow meldet sich zur guten Seite, so wie alle anderen hier. The Builder sagt, der Prototyp des ultimativen Lebens. Na, jetzt sind wir hier bei diesem Bossfight, wo ich ein bisschen aufpassen sollte. Zumindest sollte ich da nicht so runterfliegen. Oh Gott, bin ich da dumm. Auch Ringe. Oder halt nicht, weil am Anfang kann man auch einfach so hoch. Ich hab fast schon vergessen. Ein Ring reicht mir aus. Oder zwei. Und nicht jetzt müssen wir den Bossfight gegen das angeblich ultimative Leben, den Biolizard, machen. Für das Leben aller Menschen, die es verdient haben. Ist, er muss immer daraus trinken. Das bedeutet, das ist wahrscheinlich sein Lebenssaft oder so. Sind wir doch in dem Sinne ultimativer, weil wir das wenigstens ohne Lebenssaft machen können. Wenn er das unbedingt braucht. Das bedeutet, ihm geht irgendwann der Tank aus.
Ja. Ah, jetzt kommt diese Arsch. Jetzt macht er Bubbles. Ich bin zu dumm. Hallo, Ringe. Ringe. Danke. Na gut, dann gehen wir einfach so hoch. Schaffen wir schon so. Alter Schwede. Er hat aber immer seine Krisen bekommen. Danke für die Ringe. Ah. So. Verdammt. Ah. So, bitte davor. Danke. Irgendwie habe ich echt meine Probleme gehabt bei dem Bossfight, obwohl er eigentlich einfach ist, in Anführungsstrichen. Los, komm. Zeig, was du drauf hast. Denkst du, damit könntest du uns hier echt aufhalten? Mit so einer lächerlichen Show. Get out, you ugly prototype. Oh yes, Shadow, du sagst es. Seven Chaos. Chaos is power. Power is enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. Only you can do this. Stop the Chaos Emeralds! Dieselben Sätze wie in Sonic Adventure. Sollen die Chaos Emeralds mal wieder aufhalten? Auf geht's in den ultimativen Kampf. Ich werde ihn, solange es geht, hinauszögern wegen den Dialogen und ich lasse euch die Ruhe währenddessen. Also, genießt die Stimmung. Wer sich wundert, warum ich das extra mache, dann ist ein Special-Dialog. Ihr könnt überall woanders die Schnelldurchläufe sehen. Aber ich möchte derjenige sein, der auch die speziellen Dialoge freischaltet oder so. Was heißt denn freischaltet, aber euch wenigstens nahe bringen will. Und das ist viel epischer, als wenn man es gleich sofort macht. Yeah.
könnte es uns sein, dass es ein bisschen langweilig ist. Aber die Musik, Alter, die Stimmung, alles. Das wäre ich schon längst durch. Aber. Okay, Rouge. Jetzt wird es langsam dramatisch. Wie sie sich gegenseitig sagen: Geh du zurück, ich mach das. Das ist schon krank, wie extrem die Story da vorangeht. Fuck! Oh oh, das könnte jetzt problematisch werden. Scheiße, war das knapp. Bald kommt die letzte Minute. Wir haben nur 5 Minuten insgesamt Zeit. Jetzt wird es langsam echt dramatisch. Man sieht es schon. Rot. Wir kommen langsam in die Erdatmosphäre. Die sich gegenseitig zusprechen, ist schon krank. Gleich noch auf die halbe Minute. Und dann ist die Erde zerstört. Nein, Amy, wir haben keine Zeit mehr. Wir machen das jetzt. Ende aus Schluss. Wir haben es doch geschafft. This is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Sie haben's geschafft.
Jetzt kommt auch mitunter einer der traurigsten Spieleszenen und die fangen jetzt schon an, Tränen zu kugeln. Schön. Deswegen lasse ich jetzt einfach die Szene sein und mute mich. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin mit Tränen. Where is Shadow? Do you really think that the professor created him, Shadow, to carry out the revenge on all those who live here on Earth? He was what he was, a brave and heroic hedgehog who gave his life to save this planet. Shadow the Hedgehog. I guess you're right. As a child, I looked up to my grandfather because of all the great things he accomplished in his life. He was my hero, and I wanted to be a great scientist like him. But did he really mean to destroy us? I don't know, but what I do know is we all did it together! You're right. So what's next for you, Rouge? Off again to find those jewels you love so much? Nah, I think I'm gonna give up this line of work. Too much work for too little pay. Anyway, I've got something better than jewels that I'm thinking about right now. It'll all work out, you'll see. If you say so. It's nothing. Come on, let's go home. Dude, the planet is cool and blue as me. Sayonara, Shadow the Hedgehog. Und damit endet das Spiel. Einerseits sehr schön. Andererseits ultra traurig, dass Shadow sein Leben lassen musste. Ein guter Igel, der am Ende die richtige Entscheidung getroffen hat. Ein episches Ende kann man fast schon gar nicht finden. Ach ja. Die Story von Shadow Adventure 2 Battle. Ich bin zufrieden, das jetzt nun auch in einem LP auf meinem Kanal zu haben. Weil ich damit die zwei besten Sonic Adventure Teile nun endlich vollständig von der Story her auf meinem Kanal habe. Ich kann zufrieden sein, das endlich getan zu haben. Es sind die besten Spiele von Sonic Adventure oder Sonic allgemein. Da hat Sega Meisterwerke getan. Und ja, und die Story allgemein. Wir brauchen ein Sonic Adventure 3, das mindestens so gut ist wie all diese Teile davor. Weil wenn Sonic Adventure 3 sich wirklich hinter Sonic, nach Sonic, also sich wirklich einreiht in diese Reihe, dann würde Sonic Adventure 3 das epischste Spiel sein und würde Sonic aus der Misere retten. Aus der Misere, wo Sonic jetzt leider drin ist, durch Sega und den paar Entscheidungen, die getroffen worden sind. Ja, was soll ich denn sonst dazu sagen? Ich glaube, man hat meine Stimmung gemerkt. Grundsätzlich sehr positiv das Game. Ich liebe das Game. Es macht Spaß. Es ist cool. Und es ist genial. Was anderes kann man einfach nicht sagen. Der 10. Geburtstag von Sonic. So episch. So episch hatte man den mit dem Spiel gemacht. Das ist unglaublich. Ein neuer Tag bringt neue Abenteuer. Aber nun ruht euch einfach aus, Helden. Rest easy, Heroes. Rest in peace, Shadow. Da haben wir Emblem Nummer 34. Und damit. Jetzt sind auch alle gegen die Zeitboss-Levels verfügbar. Ja,
Und damit würde ich auch sagen, einfach mit den letzten Worten, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Let's Play Sonic Adventure 2 Battle oder 2 in dem Sinne. Und wir sehen uns ja, zu einem anderen Projekt. Keine Ahnung, was das dann sein wird. Und ich sage nur noch die letzten Worte. Sayonara, Shadow the Hedgehog.